McCoy. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Er ist eigentlich ein Held, aber... Ja... Der Verlust tut uns natürlich leid. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Mhm. Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. In Ordnung. Uiuiui. Mein Bein fühlt sich schon wieder besser an. Es sieht nach einer Muskelverletzung aus. Ah, die gute Nachricht ist, es ist nichts gebrochen. Das wollten sich diese Bastarde wahrscheinlich für später aufheben. Fischer, schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Das war vielleicht eine Expedition, was? Oh ja, das war der toll. Der Captain meinte, ich würde im Log als erster Mensch vermerkt, der Kontakt mit den Cat hatte. Mhm. Und Kirkland als ihr erstes Opfer. Ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Das war die Schuld der Cat. Es wird besser werden. Ich bin mir sicher, es gibt in Andromeda auch nette Aliens. Wir müssen sie einfach nur finden. Tja, wie man hört, sind Sie jetzt der Pathfinder. Mhm. Je schneller Sie also rausfinden, wo Sie sich verstecken, desto besser. Jupp. Mach ich. Und Kopf hoch. Sonst fällst du über die eigenen Füße. Dr. Carlyle, wie geht's unserer Schwester? Schön, Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Wie ist er gestorben? Sie haben mir Bestes getan. Wie ist er gestorben? Ich weiß noch gar nicht, wie er gestorben ist. Wie ein Held. Und das ist das Einzige, was zählt. Mhm. Ich traf bisher nur einen Pathfinder, also mit ihnen zwei. Aber ich denke, auf einer unbekannten Welt sein Ende zu finden, ist ein guter Tod. Ja, aha. Das ist irgendwie passend. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass ihre Schwester hier durchkommt. Also ich würde persönlich nicht unbedingt auf einer mir unbekannten Welt sterben, die nicht das ist, was sie mal vor 600 Jahren war. Wie geht's meiner Schwester? Wie geht es Sarah? Ihr Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt sie. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Das hoffe ich. Sagt mir, warum sind Sie nach Helios gekommen? Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles? Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren, statt Arthritis. Ja. Bleiben Sie denn hier? Bleiben Sie hier auf der Hyperion? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ah. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Naja, wir hatten ein Jetpack, ne?
Was werden Sie hier machen? Wir werden Sie vermissen. Was wird Ihre Aufgabe auf der Hyperion sein? Wir haben ja immer noch Tausende, die gerade ein Nickerchen machen. Und um die muss sich jemand kümmern. Mhm. Und so kann das ich stimmt. auch noch Sarah sehen. So haben wir jedenfalls einen Arzt, den wir vertrauen. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. Unsere Schwester. Hayes. Ryder? Hayes, wie geht's der Wunde? Der Arzt sagt, ich werde's überleben. Und so wird aus einer lebensbedrohlichen Schusswunde eine Geschichte, die ich eines Tages meinen Enkeln erzählen werde. Und Sie müssen nicht mal übertreiben. Der Kampf auf Habitat 7 war wirklich hart. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf der anderen Seite stand. Ja. Sonst sieht es jetzt wahrscheinlich nicht so aus wie das blühende Leben. So, und schauen wir mal hier weiter. Können wir hier noch mit einem quatschen? Nein, natürlich nicht. Sowas. Gut, scannen können wir hier nichts. Oder? Scannen vielleicht? Beeindruckend. Was sollen wir hier noch sehen? Willkommen, Pathfinder. Ah. Wählen Sie bitte ein Thema. Der hat uns erkannt. Ah, der aktuelle Missionsstatus interessiert mich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Die Andockung an die Nexus ist abgeschlossen. Das gesamte Personal ist aufgefordert, sich bei seinen Vorgesetzten zu melden, um aktuelle Informationen über die nächsten Aufgaben zu erhalten. Gut, mehr nicht. Gut, abmelden bitte. Ja, dann mal... Ab zum Schiff. Oder? Das meiste müssen wir jetzt auf Eos machen, glaube ich. Andockbucht, genau. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Ich hoffe nicht auf einem, auf einer Müllschunke. Alltag. Das ist die Tempest. Hat Ähnlichkeit mit der Normandie. Wesentlich moderner. Ich denke, daran kann ich mich gewöhnen. Sehen wir sie uns mal genauer an. Geiles Schiff. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja,
Andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Gut, dann verschwinden wir einfach mal. Okay. Sehen wir uns den Rest von Helios an. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Was? Verdammt! Gibt's ein Problem? Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Oh, nicht übel. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Oh ja, jede Menge davon sogar. Also von den Leuten brauchen wir wesentlich endlich mehr. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Oder ein Erfolg. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Schön, dass es Ihnen so gut geht, Scott. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Diese Mission wird hart. Das wird ein Abenteuer. Abenteuer, natürlich. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Mhm. Okay. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Die Vidcon. Keine Kontaktoption verfügbar. Schade. Ist ja ganz wie auf der Normandie. Da konnten wir auch erst keinen anrufen. Und dann wurden wir ständig belästigt. So, ich klappe nur mal hier alles ab, ob hier nicht noch irgendwo was liegt. Nö. Alles gut. Das ist wieder Vidcon. Alles klar. Gehen wir mal ein Stück runter. Pathfinder. Wir Sie nennen haben das neue den Forschungsraum. Post in Ihrem E-Mail Sie können einladen. Von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. So. Ich habe einen E-Mail-Eingang. Das heißt, ich habe irgendwo einen Computer. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Kiosk an und Verkauf. Das ist die Mission. Das ist hier. Ui. Ganz schön groß. Wir sind fast unterwegs. Suvi. Endlich. Was macht ihr hier? Hallo. Ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Mhm.
Es wird alles für den Start bereit sein. Okay, mehr kann sie nicht quatschen. Aufzug. Ach ja. Juhu. Schick, schick. Ich hoffe mal nicht, dass das unser Zimmerchen hier ist. Das wäre sonst ein bisschen... Nein, unwahrscheinlich. Wir haben eigentlich oben ja immer in so ein Räumchen gehabt. Also das sieht auch nicht wie unser Zimmer aus. Sieht eher aus wie eine... Karten. Pullen. Dosen. Die Gläser. Recht unordentlich. Sieht fast aus wie ein Crew-Quartier. Nur ohne Bett. Ohne Bett? Ohne Bett. Na, hier ist schon ein bisschen ordentlicher, aber... Ah. Was steht da? Blastos. Frühstücksflocken wahrscheinlich. Petra, mit dir quatschen wir gleich. Ryder? Ach, Cora, da bist du. Jetzt wollen wir erstmal mit ihr quatschen. Oder ihm, mit ihm. Ihr, ihm. Frachtsicherung. Ihr. Und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Das ist gut. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Ja, ist ja gut. Ryder? Cora? Letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ich bin nicht bereit. Medizinische Station, Crewquartiere. Hier schläft der Großteil der Crew. Entschuldigung. Gemütlich, was? Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Das wäre schon ganz nett. Also ein bisschen was sehen möchte ich schon. Crew-Infobord. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste. Vor allem, wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später ein Bier oder was immer wir finden. Liam. Kommentare, ist das Ihr Ernst? Ich scherze niemals, wenn es um unbequeme Sitzmöbel geht. Nicht schlecht. Willkommen auf Ihrem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Ryder. Nochmal. Willkommen auf Ihrem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Ryder. Zur erfolgreichen Installation Ihres Infoboard Version 3.4. Sie können jetzt sich selbst und Ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf dem Laufenden halten. Infoboard 6. Kommentare. Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto eingerichtet. Viel Spaß damit. Cora. Infoboard 6. Gut. Ich finde das schon ganz cool, dass man hier auch ein bisschen... Privates mittlerweile erfährt und nicht nur aus Gesprächen. Zwei Duschen, ein bisschen eng da. Leiter. Oh, jetzt kann man auch noch wieder hochkraxeln. Mann, ist das groß hier. Das? Steht nicht dran. Sieht aber aus wie eine Kantine. Ja, so eine kleine. Eine kleine Küche. Kleiner Küchenbereich.
Brücke? Nein, ich wollte noch nicht auf die Brücke. Oh, Mist. Oh. Erst gucken, dann drücken. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hello, Jeff. Und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ich arbeite mich noch ein. Ich werde uns von Problemen fernhalten. Ich arbeite mich noch ein. Es entspricht ja der Wahrheit. Und Probleme? Hallo, wir sind ein Magnet für Probleme. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin, mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Tja, Scheitern ist keine Option. Und unsere ganze Reise ist etwas Großes. Die gesamte. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Träumen Sie weiter von einer Heimat? Die Hoffnungen der Nexus ruhen auf uns? Nein, machen wir uns auf den Weg. Wir schaffen das schon. Träumen Sie weiter von einer Heimat? Die Hoffnungen der Nexus ruhen auf uns. Denn das trifft ja der Wahrheit zu. Ich hatte nie geplant, Pathfinder zu sein. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Aber wir sind die Besten und Klügsten der Milchstraße. Wir schaffen das. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Was ist hier, Pfeiffer? Hier sind wir. Pfeiffer. Ein besserer Anfang. Ericsson. Ich möchte eigentlich erstmal hier hin. So weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor... Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Ich empfange etwas. Es wurde eine Anomalie entdeckt. Verwenden Sie während Sie gedrückt halten, um nach dem Ort der Anomalie zu scannen, schicken Sie dann mit eine Sonde aus.
dichte Staubwolken, gefährliche Gewitterstürme und eine hohe Gravitation machen H480 sogar für gut ausgerüstete Krokaner unbewohnbar. Ich glaube, ich komme mit dem Scannen noch nicht so ganz klar. Anomalie auf den Sensoren. Scanner aktivieren. So. Anomalie entdeckt. Anomalie entdeckt, ja. Und wo? Hier. Sonde ausschicken. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Mhm. Dann? Endlich draußen im All, meine Güte, das... Das hat mir echt ein bisschen gefehlt. Die ungewöhnliche Mineralienzusammensetzung dieses Asteroiden deutet darauf hin, dass er nicht aus dem Pfeiffer-System stammt und von der Gravitation der Sonne eingefangen wurde. Ja, und wie können wir das Ganze... Wie können wir das Ganze denn hier finden? Ich weiß nicht. Beim Scannen habe ich scheinbar nicht so ganz den Plan. Ach so. Okay. Ist sie nicht. Okay. Systemansicht. Dann fliegen wir mal nach Korvat. Schon klasse. Aber dass wieder dieses Planetenscan-System wieder übernommen wurde, das hat mich damals schon so ein bisschen genervt. Danke der dünnen, dank der dünnen Atmosphäre von Korvat erreichen seine extrem kalten Wüsten bei direkter Sonneneinstrahlung enorm hohe Temperaturen. Erkundungen sollten nur in den Dämmerungsstunden unternommen werden. Erkundung. Hört sich an wie ein Dünger. Erkundung. So. Also hier ist soweit nichts.
Systemansicht. Was haben wir denn da noch schön? Oh, ein schwarzes Loch. Oh. Karte. Oh nein. Nein, ist zu weit weg. Ranzoomen. Nein, nein, nein. So. Da wollten wir hin. Das sieht echt klasse aus, also. Ich kann zwar auch überspringen, aber... Nee, noch nicht. Noch überspringe ich das nicht. Oh, da ist Wasser drauf. Oder? Extreme Radioaktivität und starke Winde machen aus H479 einen unwahrscheinlichen Kandidaten für Bergbau, obwohl er über große Metallvorkommen verfügt. Vielleicht später einmal. Gewitter. Mhm. Gut. Systemansicht. Auf zu Raya. Obwohl der Planet für die meisten Lebensformen hochgradig toxisch ist, scheint die Atmosphäre mit hohem Heliumanteil gewaltige Kolonien von Pilzsporen zu beherbergen. Oh, ich kann gar nicht mehr reden. Ich sollte vielleicht mal einen Schluck trinken. Oberflächentemperatur 82 Grad Celsius. Och, ist ja nix. Gut, jetzt nach H461. Diese abgelegene Welt besteht aus Eisen und gefrorenem Stickstoff. Bemerkenswert ist daran lediglich, dass bestimmte geologische Strukturen darauf hinweisen, dass die Stickstoffmeere früher einmal flüssig waren. Oberflächentemperatur minus 215 Grad Celsius, das ist schon ein bisschen kalt. Eisig. Ich finde das auch liebevoll designt hier, ne? Schön. So, und das schwarze Loch gehört ja leider auch zum System, also müssen wir da wohl auch mal hingucken. Ungern, aber naja, dann wollen wir mal. Selbst aus dieser Distanz stellt das schwarze Loch eine Gefahr für die Bordsysteme von Schiffen dar. Seine Akkretionsscheibe setzt sich aus den Überresten von mindestens einem Sonnensystem zusammen, das durch die Entstehung des schwarzen Lochs und seiner Gravitation zerstört wurde. Zur Vorsicht wird geraten. Ja, verständlich. Naja, wenigstens sind wir nicht hineingeraten. Schön. So, haben wir hier noch irgendwas? Irgendwann übersehen? Nein, Fortschritt 100%. Dann können wir zurück zur Clusterkarte.
Nach Ericsson könnten wir eigentlich auch noch, aber wir fliegen erstmal zu Pteras. System Pythias, Habitat 1 der Andromeda-Initiative, Bezeichnung EOS. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein, nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Mhm. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. Okay.